Hallo und herzlich willkommen zur letzten Sendung für dieses Jahr. Heute möchten wir mit Ihnen auf das letzte Jahr zurückblicken. Von unseren Messereportagen bis zur Flachdach-Praxisserie. Wir waren viel unterwegs, um Sie auf dem Laufenden zu halten. Aber schauen Sie selbst. Herzlich willkommen zur allerersten Sendung von Dach und Holz TV. Eternit und Kreaton sind seit vielen, vielen Jahren Tochtergesellschaften oder Schwestern der Etex Group in Belgien. Und wir haben auch in den letzten Jahren dieselben Kunden bearbeitet. Delta City ist eigentlich eine digitale Verknüpfung von all unseren Produktanwendungen, wo wir über die komplette Wertschöpfungskette vom Architekten bis hin zum Endverbraucher unsere Produkte digital dem jeweiligen Endverbraucher nahebringen wollen. Und das ist auch das Motto unseres Standes und das präsentieren wir halt sowohl in der Standarchitektur als auch hier in Bewegtbildern auf dem Stand. Es waren spannende 12 Jahre. Die waren geprägt von Höhen und Tiefen. Zum Glück bleibt zum Schluss bloß das Positive in Erinnerung, das Negative hat sich legalisiert. Gut, also für mich in positiver Erinnerung bleibt natürlich, dass ich heute zum Präsidenten gewählt worden bin und das ist so die Haupterinnerung, die ich mitnehme. Und ich glaube, dafür eine Menge bewegt bekommen. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich hier erschienen sind. Und deshalb ist es auch gut, dass wir so eine schöne Location gefunden haben. Ja, die Dachplatte R16 ist ein Element, was von seiner Größe her sehr wirtschaftlich ist und in der Verlegung Falz in Falz mit einem Einhang in Falz verbunden wird. Die Wirtschaftlichkeit kommt daher, dass wir hier mit diesem Format sehr schnell in der Dachfläche arbeiten können. Die Dokumentationspflicht bei dieser Absturzsicherung ist insofern wichtig, da wir ganz häufig eben in der Befestigung dieser Absturzsicherung diese Befestigung überdecken mit irgendwelchen anderen Dachbaustoffen. Was muss bei der Berechnung der vorgehängten Dachrinne beachtet werden? Ja, also als erstes muss ich schauen, wo steht das Gebäude, in welchem Punkt von Deutschland, weil die Niederschlagsereignisse je nach Gebiet sehr unterschiedlich sind. Da muss ich die Größe von der projizierten Dachfläche beachten. Also vom Grundsatz her sollen folgende Ziele mit der Flachdachrichtlinie verfolgt werden. Dem Bauherrn, dem Planer und dem Auftragnehmer, das heißt dem Dachdecker, soll aufgezeigt werden, welche Leistungen üblicherweise bei Dächern mit Abdichtungen ausgeführt werden. Das heißt im Umkehrschluss auch, worauf hat der Auftraggeber, das heißt der Bauherr, einen Anspruch nach Werkvertragsrecht. Was sich geändert. Für welche handwerkliche Betriebe lohnt sich denn der Einsatz von Drohnen? Also am sinnvollsten ist natürlich der Einsatz in allem, was so Dachflächen angeht, also Dachdeckerbetriebe, Zimmerer etc., weil man kann die Drohne einsetzen, um sehr schnell Aufmaße von Dachflächen zu erstellen, um zum Beispiel kosteneffizient Angebote erstellen zu können oder natürlich rein für die Inspektion von Fassaden, von Dächern etc. Und damit herzlich willkommen bei Dach und Holz TV. Das am 1. Juli 1957 gegründete Unternehmen Zambelli feierte in diesem Jahr sein 60-jähriges Bestehen. Es entwickelte viele neue Produkte für Unternehmen. Die Aachener Holzbautagung findet ja zum dritten Mal statt. Warum ist sie so wichtig für die Branche? Die Aachener Holzbautagung ist für die Branche wichtig, insbesondere vielleicht unter dem Aspekt, dass wir hier in NRW sind. Aachen ist weit, ganz weit im Westen, ist die westlichste Holzbautagung und wir haben natürlich in Nordrhein-Westfalen im Vergleich zum gesamten Bundesgebiet einen geringeren Holzbauanteil. Und wir haben uns zum Ziel. Herr Langenbach, warum ist es wichtig, über BIM zu sprechen? BIM ist eine große Veränderung, die im Holzbau und im Bauwesen stattfindet. Und wir glauben, dass jeder Holzbauer, jeder Zimmerer in Zukunft in irgendeiner Form mit BIM, Building Information Modeling, zu tun haben wird. Und deswegen diese Runde heute, um unsere Leser und User zu informieren. Abschließend noch ein wichtiger Tipp. Ja gut, beim Gulli-Einbau sollte man so vorgehen, dass man sich vorher alles vorbereitet. Denn später, wenn der Gulli einmal sitzt oder das Aufstockelement, dann ist selten noch was zu korrigieren. Das heißt also, alle Vorarbeiten, wie Absenken, wie Befestigen oder auch Reinigungsarbeiten, die ich vorher absolvieren kann, die sind hinterher nicht mehr nachzuvollziehen.
So viel zum ersten Teil unserer Flachdachpraxis. Warum ist Bau mit Holz für den Wohnraum in den Städten denn besonders wichtig? Ja, das ist ein großer Trend für den Holzbau. Das Bauen mit Holz in den urbanen Räumen. Wir können nachverdichten, wir können Aufstockungen machen. Wir sind schnell, wir haben kurze Baustellenzeiten. Und der Holzbau unterstützt die Städte und Kommunen dabei, die Wohnraumlösungen, die wir derzeit brauchen, die zu unterstützen und weiter nach vorne zu bringen. Und mit diesen vielseitigen Eindrücken verabschieden wir uns für dieses Jahr. Bleiben Sie uns treu. Wir wünschen Ihnen einen guten Rutsch.